Hallo, das Insider-Video Prüfung Personalfachkaufmann entschlüsselt ist noch verfügbar. Es ist nur eine begrenzte Zeit verfügbar. Klicken Sie auf den Link unter dem Video und tragen sich ein. In dieser Videoserie zeige ich, wie man Lösungen generiert zu Prüfungsfragen Personalfachkauffrau. Hier geht es um Telearbeit und hier in dieser Prüfungsfrage werden wir gefragt nach den Formen der Telearbeit. Auch hier hilft bildhaftes Vorstellungsvermögen. Wie könnte das ablaufen? Zunächst mal, was ist Telearbeit? Telearbeit ist Arbeit am Computer. Da sitzt also jemand am Computerbildschirm. Und zunächst einmal, wo könnte der sitzen? Und da haben wir zum Beispiel schon die erste Form, die reine Heimarbeit. Auf Neudeutsch heißt das die Arbeit im Homeoffice. Dieser Mensch sitzt also nur zu Hause, der kommt überhaupt nicht ins Unternehmen, bewegt sich gar nicht körperlich dahin, sondern ist über kommunikative Medien wie Skype zum Beispiel mit dem Unternehmen verbunden oder E-Mail oder was immer, oder loggt sich ein auf eine Intranet-Seite und ruft seine Arbeit ab. Reine Heimarbeit. Dann mobile Telearbeit. Da ist jemand unterwegs und arbeitet unterwegs am Computer. Dann gibt es die Form der Gruppenarbeit, wo mehrere Menschen in einem Raum sitzen und am Computer arbeiten. Und am verbreitetsten ist der Wechsel, dass jemand also zum Beispiel im Homeoffice arbeitet und dann aber auch im Unternehmen sitzt und dort arbeitet und dann durchaus auch zwischendurch mal unterwegs ist. Okay, das war's für dieses Video. Klicken Sie nun auf den Link unterhalb des Videos, tragen sich das Formular ein, das Insider-Video Prüfung Personalfachkaufmann entschlüsselt wartet noch auf Sie. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.